Bin zurück bei XCOM 2. Ich habe die Grafik mal von maximal auf hoch runtergestellt. Wir sollen jetzt hier irgendwo ein Gerät sicherstellen. Das hier wahrscheinlich. Wir sind verdeckt noch, also in den Schatten. Ich vermute allerdings, weil am Anfang ja gesagt wird, die wollen das Gerät zerstören, dass wir doch nicht unbegrenzt Zeit haben. Die Frage ist natürlich, ich habe in XCOM immer geschaut, wie groß das Gebiet ist. Das ist hier ein bisschen schwer zu sehen, weil man also am Rand nicht so mehr, okay, hier hat man sowas Rotes. Hier auch. Es kann aber trotzdem halt sehr viel in die Richtung, also nach rechts oben und nach links, nenne ich jetzt mal, auch wenn es links hier oben ist, aber von der Blickrichtung ist es links. Ja, müssen glaube ich halt so eine Mischung aus nicht zu langsam und nicht zu schnell nutzen. Deswegen gehe ich erstmal bis hier. Wenn ich da noch nichts sehe, kann ich wohl, naja, das ist so eine gute Frage, ne? Ich hole erstmal den ein bisschen vor. Schade, wenn der einen Schritt weiter nach vorne könnte. Kann aber leider nicht. Und los jetzt. Okay, noch mal nichts entdeckt. Das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich. Ja, ein Auto ist ja immer so eine Sache, ne? Also einen können wir vielleicht an Auto stellen. Und dann da einen an den Laternenpfeil. Ah, schau mal, da oben ist was. Okay. Das ist so ein Turm, da darf ich nicht rein, aber es scheint kein Gegner zu sein. Manchmal ist die Kamera ein bisschen zappelig. Gut, wenn wir noch nicht entdeckt sind, dann kann ich auch einen zweiten hier bis zum Auto noch vorziehen. Wechsle Position. Da sind zwei Typen. Oh. Ah. Moment mal. Der hat einen Lebensbalken, dieses Gerät, und das wurde gerade beschossen. Und zwar von da oben. Und wenn ich Pech habe, dann laufen die beiden auch noch dahin. Okay, okay. Soweit schon mal klar. Also ich darf nicht in das Rote rein. Das ist einmal von dem Turm und einmal von denen, die da Patrouille laufen. Das heißt, wir könnten aber noch... Hier könnten wir sogar noch... Naja, wenn die zurückkommen, ist die Frage, ne? Obwohl das natürlich perfekt wäre, wenn sie dann zurückkommen, um sie zu erwischen. Aber ich natürlich auch, solange ich jetzt verborgen bin, darf ich natürlich dann nie den Feuerschutz anmachen. Das ist auch etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Erstmal bis hier, das ist dann nur eine Aktion. Dann haben wir notfalls noch eine. Woher kommt da, ist das, wie ist das, wenn die genau in der Linie stehen, dann können sie bis da schauen. Vermute ich mal, sprich, ich könnte sie eventuell alle hier aufstellen. Klappt das noch? Wäre eventuell im Bereich des Möglichen. Ich lasse den zweiten Zug von dir erstmal. Ja, das ist jetzt halt echt die Frage. Okay. Oh, das waren sogar zwei Züge. Da habe ich nicht aufgepasst wieder. So. Meine Liebe. Du stellst dich mal bitte... Ja, komm, die Runde greifen wir dann noch nicht an. Ich ziehe dich mal sicherheitshalber bis hierhin. Bewegung, Bewegung. Da habe ich mich jetzt halt hier an diesem Roten orientiert, in der Hoffnung, dass das nicht noch weiter reinzieht. Tempo. Okay.
Also das ist natürlich dann die nächste Frage. Theoretisch müssten wir drei auf Feuerschutz machen und dann einen angreifen lassen, ne? Ja, wie weit werden die gleich lang? Aber die liefen in die andere Richtung, ne? Die kommen bestimmt nicht zurück. Soweit gut. Okay, dann machen wir es jetzt, wie ich mir das eben gedacht hatte. Wir machen drei auf Feuerschutz, dass wir die hoffentlich im Blick haben. Und die dann auch hoffentlich tot sind. Das hier ist irgendwas auf der. St Ah, ne, das ist hier oben, gehört zu dem Pfahl. Schade. Ich versuche mir natürlich für den. Obwohl die beiden dürften durch sein. Die Frage ist natürlich, was dann noch nachkommt. Bis hier darf ich leider nicht gehen. Der könnte sogar schon schießen. Das ist vielleicht dann sinnvoller, wenn ich einen von weiter hinten noch nach vorne zum Feuerschutz ziehe. Verstanden. Rücke aus. Oh, da ist sogar irgendein Hecksymbol. Ah, der geht da drüber. Ich hätte wahrscheinlich das Ding da oben auch hacken können. Das hätte mir, da wenn ich reinlaufen kann, naja, das ist jetzt nicht so der Bringer. Deswegen gehst du mal bitte auf Feuerschutz jetzt. Feuerschutz. Du gehst nach hier. Bin unterwegs. Und ich höre ja, du Deckung, also kannst du auch Feuerschutz machen. Mir entgeht nichts. Du siehst auch beide, das heißt, du machst auch Feuerschutz. Bin dabei. Und du schießt jetzt von da. Und zwar auf eigentlich auf den, der weiter weg ist. Mit dem Präzisionsgewehr. Was haben wir hier noch? Pistole. Okay. Da haben wir noch ein paar andere Sachen. Also wir haben einmal hier den Pistole. Das, oh, wir haben so viele Sachen. Das Präzisionsgewehr, klar, Sniper. Das wäre Feuerschutz. Das ist die normale Pistole. Das hatten wir auch. Und dann noch Pistolenfeuerschutz. Feuer auf den ersten Feind, der sich in deiner Sichtlinie bewegt, aber nur, wenn du aufgedeckt bist. Das können wir also aktuell nicht machen. Könnten natürlich auch von hier eine Granate werfen, ne? Wie weit kommen wir? Nicht weit genug. Dann bleibt es doch hierbei. Kritisch. Und jetzt komm, du musst bitte laufen. Kill confirmed. Got something over here. We're visible here. Ziel ausgeschaltet. So, wir haben eine Beförderung. Sehr schön. Und er schießt weiter auf das Ding. Natürlich wird da aber noch irgendwann mehr kommen. So, ja, ist die Frage, wo halt noch mehr dann kommen wird. Das wäre natürlich sehr verlockend, das mache ich aber nicht mit dem ersten. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ja, das haben wir schon vor. So. Dann können wir mit dir nämlich hier rüber. Alles klar. Ich dachte, wir sammeln. Genau. Oh, ein Lerenkern, ein fortschrittlicher Automatiklader und ein Alien-Datenspeicher. Objekt gesichert. Sehr schön. Ob es hier noch Sinn macht, hier hochzuklettern, bezweifle ich gerade mal. Warte mal, der ist da drüben. Naja, der ist dahinter, das bringt mir nichts. Ich gehe mal lieber hier in die Deckung. Bin dabei. Haben
mit Edwin zu tun? Okay, da sind noch mehr. Oh, oh. Oh, oh. Da ist aber richtig viel los. Also da einer, hier einer und dann liefen eben noch welche weg, glaube ich, nach hinten. Und ja. Hier gehe ich erstmal nur bis hier. Und ich gebe dir mal von hier einen Feuerschutz für den Fall, dass da die rausgerannt kommen. Bestätigt, Überwachung läuft. Leider nur einer mit Feuerschutz, aber besser als nichts. Das war daneben. Jetzt wissen wir zumindest, wo sie sind. Ich bin... was? Desorientiert. Kennen wir doch nicht aus dem ersten Teil. War das jetzt 2x3? So, was bedeutet desorientiert, meine Liebe? Okay, sie kann sehr schlecht schießen. Wird aber nicht genau angezeigt, wodurch. Klar, dass es an desorientiert liegt, das kann ich mir denken. Aber wird halt nicht gesagt, was die genauen Auswirkungen sind. So, sind das denn nur... ja, nur die beiden in Anführungszeichen. Die Chancen von hier hinten sind nicht so super. Ich vermisse gerade einen meiner Soldaten. Ach, da. Was kannst du denn erwischen? Da ist nichts flankiert, aber wenn ich dich bis hier laufen lasse, kann man hier irgendwie sehen, ob die Feuerschutz oder sowas haben, kann man nicht. Aber eigentlich wäre das ja... zeig mir mal bitte wieder die Wände. Boah, die Maus. Eigentlich sehe ich das hier als ziemlich perfekt an, um den abzuknallen. Und los geht's! Naja, so doll ist die Chance nur auch nicht. Jetzt könnte ich ja sogar besser. Ah, mit dem haben wir auch zwei Granaten. Das wäre vielleicht für danach nicht unwichtig. Ja, natürlich, daneben. Nicht gut. Nee, in der Tat nicht. So, dann holen wir dich mal von hier drüben ein bisschen rüber. Schade. Kann ich hier durchschießen? Dann wäre das vielleicht eine bessere Chance zum Treffen. Wechsle Position. Ich hätte natürlich vielleicht Granate werfen können, bevor ich da mit meinem Typen hingerannt bin, aber das sind halt so die Sachen, die man am Anfang noch nicht so gut weiß. So, tja. Das ist alles nicht so gut, wenn ich da ein bisschen näher ran will. Habe ich mit der Pistole... wie viel mache ich damit? 2 bis 3 Schaden, das könnte zu wenig sein. Eigentlich will ich den jetzt erstmal weghaben. Sehr schön, daneben. Das heißt, wir haben noch einen Schuss mit dem Desorientierten. Ich rücke aus. Ja, es sind immerhin jetzt schon 42. Bitte komm, wenigstens den. Ihr seid so unfähig. Nicht mal knapp. Okay.
Puh. Und nicht vergessen, irgendwo da hinten sind noch welche. Hier versuchen. So. Komm. Hier haben wir doch bestimmt eine gute... Warte mal, das ist mein... Komm. Jetzt machen wir das auf die ganz sichere Art. Ich rücke aus. Und wenn du jetzt nicht triffst... Roman. Ja, okay, dann müssen wir uns bald drum kümmern, dass die Waffe leer ist. Das ist nur 21% von hier. Das ist wenig. Du bist immer noch desorientiert. Wir könnten das natürlich granatenmäßig machen. Das ist ein Zivilist, glaube ich, dahinter. Ne? Das sollten wir dann vielleicht nicht machen. So. Auch nur 55%. Ja, ich muss meine Leute auf jeden Fall noch ein wenig verbessern. Feind neutralisiert. Hab kaum noch Munition. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Echt? Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay. Ich hatte da irgendwie, waren da vorhin nicht noch mehr oder waren das Zivilisten, die dann weggerannt sind? Gut, makellos. Von mir aus. Ja, Trefferquote war diesmal nicht so toll. Allerdings ist der Durchschnittsschaden gestiegen und auch der Deckungsbonus. Und der neue Roman, der hat sich ganz gut gemacht, würde ich sagen. Daniela Diaz ist weit gerannt und Angelina wurde am häufigsten angegriffen. Wozu war dieses Gerät jetzt so wichtig? Das finden wir vielleicht raus. Ich hätte erwartet, dass unsere neuen Rekruten noch viel lernen müssen, aber sie waren hervorragend, Commander. Nein, sie haben sehr oft daneben geschossen, würde ich mal sagen. Aber wie sieht's denn hier aus? 3 Kills, 4 Kills. Ja, der Roman beim ersten Mal 2 und die beiden haben auch eine Beförderung. Hier die Jolie, mittlerweile sogar schon die 2., ne? Oh, das ist jetzt immer am spannendsten. Sie ist jetzt Corporal. Sie könnte neben Distanzschuss erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auslösen. Hat was, wenn man sich langsam vorbewegt. Oder Feuer erwidern. Wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Pistole zurück. Mhm. Das ist... Truppsicht wäre schon ganz nett, weil ich möchte ja eigentlich einen Scharfschützen so positionieren, dass er ein bisschen außerhalb steht und vielleicht gar nicht angegriffen wird. Deswegen nehmen wir mal den Distanzschutz. Hatte ich jetzt ja gesagt oder nein? Ja. So. Hier weiter. Dann der Herr Gonzales, mein erster Mann, ist auch ein Scharfschütze. Und da können wir noch nichts auswählen. Und die beiden anderen noch nichts. So, wir haben geplündert. Ein Illerium-Kern. Dieser kleine geschlossene Illerium-Proben dienen der Energieversorgung der Alien-Strahlenwaffen. Wir könnten mit ihnen eine Vielzahl von fortschrittlichen Waffen, Rüstungen und Munitionstypen antreiben. Ein Automatiklader. Die ersten 2 Nachladeaktionen in einem Einsatz kosten keine Aktion. Mache ich das an eine Waffe dran? Würde ich mal so verstehen. Also für einen Typen, der kann dann 2-mal umsonst nachladen. Ein Datenspeicher.
enthalten feindliche Pläne, sind wertvoll und zeitaufwendig zu knacken. Und außerdem 4 Leichen. Ah, okay. Da wir vor kurzem einen Alien-Datenspeicher mit wertvollen Feindinformationen gefunden haben, kann ich die Ressourcen meines Teams, das bist du alleine, zum Entschlüsseln der Dateien verwenden, um sicherzustellen, dass wir an die Informationen herankommen. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Ach ja, stimmt. Yoko Matsumoto, das war ja eine Belohnung für die Mission. Okay, mal rausfinden. Also hier wird nichts gelb angezeigt. Ich vermute mal, da ist nichts drin. Um diese Räume freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Ah, okay. Wiedermals im Berg. Okay. Sieht gut aus. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Und es dauert 5 Tage. Eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in ihr Quartier durch. Das ist nett. Das ist mein Quartier. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Hier. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen Sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass Sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit Sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Das sind ja hervorragende Nachrichten. Also irgendwo werden Menschen entführt von unseren, ja, quasi, sie haben ja Frieden gebracht, ne, auf der Erde, alles toll, die Ältesten, pipapo. Und ob das wirklich so ist und was auf der Brücke jetzt zu machen ist, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden.